Herzlichen Dank für diese Erquickung, Tanzgruppe und Band. Wunderbares Lied. Wir sind der Strom. Wir sind die Umsätze dessen, was der Strom uns gelehrt hat. Ja, der verlängerte Arm. Wir sind aber auch der Mohorn. Wilhelm Mohorn ist der nächste Referent, den wir hören werden. Er wurde in Wien 1954 geboren. Er wird zu uns sprechen über Raumenergie und sogenannte Erdstrahlen. Ich möchte einige Dinge über ihn erzählen, dass wir wissen, mit wem wir es gleich zu tun haben. Seine Grundschule absolvierte er, dann die HTL für Maschinenbau. Sein Hauptinteresse galt stets der Physik, Mathematik, aber auch grenzwissenschaftlichen Bereichen. Und alles, was man so nicht physikalisch erklären konnte, interessierte ihn besonders brennend. Eines Tages durch Zufall entdeckte er, dass er Erdstrahlen fühlen kann. Und davon war er natürlich begeistert und wollte mehr über diese Art der Energieform wissen. Jedoch enthielt die Literatur so viele Widersprüche und undefinierte Ausdrücke sowie absolute Gegner dieser unbekannten Erdstrahlenergie, dass es ihn noch mehr reizte, diesen Bereich zu erforschen. Als Hubbard, Studiertechnologe, freier Forscher und Erfinder auf dem Gebiet alternativer Energie, mit 2 Patentanmeldungen konnte er 1983 bis 1992 einen technischen Durchbruch auf dem Gebiet und der Raumenergie erzielen. Für ihn ist es die Energie der Zukunft. Für die Erforschung und Umsetzung dieser freien Energieformen wurde ihm 1995 die höchste Auszeichnung für österreichische Forscher und Erfinder gegeben. Das ist die Kaplan-Medaille. Im selben Jahr bekam sein Unternehmen noch zusätzlich einen Ehrenpreis vom Wissenschaftsministerium für die neu entdeckten Erdstrahlstrukturen und die dazu passenden neuen Antennenformen. Ich darf Sie nun schon mal nach oben bitten. Referent Mohorn, habe ich einen falschen Namen gesagt am Anfang, glaube ich. Ja? Er ist sich das gewohnt, ich spüre das. Sein Lachen verrät, er ist mir nicht böse. 2006 gründete Herr Mohorn zusammen mit Freunden die ÖVR, das ist die österreichische Vereinigung für Raumenergie, um diese Energie der Zukunft zu fördern und das anzuwenden. Er ist jetzt auch Präsident dieser gemeinnützigen Vereinigung. Ja, ich denke, mit diesem Licht werden Sie uns jetzt erleuchten. Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. Herzlich willkommen. Danke auch. So, schönen Dank für die kurze Einleitung. Es freut mich, hier wirklich bei euch zu sein. Ich denke, so eine Bewegung, wie ihr es seid, es ist einfach gigantisch. Alleine, was der Ivo Sasek hingestellt hat, nicht alleine der Aufbau, diese vielen Attacken, die er da täglich durcheiern muss. Ja? Es ist irre, man muss wirklich eine Elefantenhaut haben, um das durchzustehen. Und einen wirklich harten Willen, das einfach durchzukämpfen gegen diese vielen Widerstände, die aber jetzt nicht von dem normalen Volk kommen, sondern die kommen ja nur von antisozialen Persönlichkeiten. Im Prinzip nichts anderes im Sinne haben, um zu zerstören, also die einfach Zerstörungsabsichten haben, um die guten Leute, um die guten Erfindungen, die guten Technologien einfach zu zerstören. Und ich weiß, von was ich rede. Ich bin 28 Jahre in dieser Szene und ich weiß, was man mit mir gemacht hat und wie man mich attackiert hat und mein Unternehmen attackiert hat. Ich weiß es. Also ich spreche nicht von irgendwelchen Theorien, sondern ich weiß es aus der Praxis. Also wie gesagt, herzlich willkommen. Grüezi, sagen die Schweizer da, grüezi. Gell, stimmt's? Grüezi, ne? Schweizerdeutsch, ne? Grüezi.
So, also ich referiere über das Thema Raumenergie und die sogenannten Erdstrahlen. Die Ziele der österreichischen Vereinigung für Raumenergie sind die, einfach die Raumenergie, welches man als Energie der Zukunft betrachten kann. Sie werden es dann später vielleicht auch besser erkennen. Es waren ja auch schon zwei Redner hier, unter anderem Meil und so weiter und Professor Turtur. Also diese Raumenergie und ihre Technologien für friedliche Zwecke in der Gesellschaft bekannt zu machen und zu fördern. Das ist das Ziel unseres Vereines in Österreich. Danke. So, jetzt, welche Eigenschaften besitzt jetzt eigentlich diese Raumenergie? Gehen wir es einmal kurz durch. Diese Raumenergie ist in jedem Raum vorhanden, und da meine ich wirklich in jedem Raum des physikalischen Universums, also der gesamte Weltraum, so wie es aussieht. Sie dürfte masselos sein, durchdringt Materie sehr, sehr leicht, ist richtungslos, also sie kommt aus allen Richtungen und ist extrem hochfrequenter Natur und schneller als das Licht. Ich möchte vielleicht hier auch gleich dazu sagen, einiges von dem, was ich jetzt vortrage, ist eine Arbeitshypothese, die ich 1992 abgeschlossen habe. Also glauben Sie nichts, was ich sage, sondern überlegen Sie sich, ob das stimmen könnte. Machen Sie sich selbst ein Bild. Ich komme dann auch noch zu Szenen, wo man dann mit Übungen und so anderen, wo Sie dann zu Hause was selbst erproben können und selbst beobachten können, ob das wirklich so ist oder nicht so ist. So, diese Raumenergie wird auch als Nullpunktenergie hauptsächlich bezeichnet, Vakuumenergie. Es gibt die Energie der 1000 Namen. Und das haben vielleicht sehr wenige noch gehört, nämlich diese von den NASA News, die Nullpunktenergie ist ein potenziell unerschöpfliches Meer an unsichtbarer und äußerst kraftvoller Energie. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, warum das die Energie der Zukunft ist? Wenn die solche Aussagen treffen, wenn die NASA solche, die Wissenschaftler in der NASA drinnen solche Aussagen trifft, glaubt ihr das? Okay. So, interessant, Albert Einstein hat ja 1913 mit der Relativitätstheorie den Äther abgeschafft. Der Äther ist ein anderes Wort für die Raumenergie. Der Äther, der war früher notwendig, um einfach erklären zu können, dass Licht transportiert werden konnte in einen luftleeren Raum. Ja? 1920 hat er wieder eingeführt, den Äther, und hat gesagt, es gibt ihn. Also er hat wieder bestätigt, und das finden Sie heute nicht mehr in den Schulbüchern. Auf der Universität in Leiden 1920 hat er das wieder bestätigt, rehabilitiert. Nur, Sie finden es heute nicht. Wir haben eine Schulbuchaktion gemacht, eine Untersuchung gemacht. Wir fanden das nicht mehr. Wir fanden die Lüge von 1913, dass es keinen Äther gibt. So, jetzt kommen die Astrophysiker daher, 2011, so wie Meyer, glaube ich, schon ganz kurz erwähnt hat, und führen jetzt diese universelle Energie wieder ein, indem sie sagen, das ist eine dunkle Energie. Weil damit können sie beweisen, dass das Universum expandiert. Es gibt keine andere Erklärung dafür. Die bekamen letztes Jahr den Nobelpreis. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema sogenannte Erdstrahlen. Jetzt habe ich eine kleine Umfrage an Sie. Wer hat von dem Thema Erdstrahlen schon gehört? Bitte die Hände hoch. Okay, das ist so ungefähr die Hälfte. Gut. Wer hat von den negativen Auswirkungen dieser Erdstrahlen schon gehört? Okay, danke. Und jetzt ehrlich, wer ist der Meinung, dass sich die Wissenschaft ernsthaft mit diesem Thema der Erdstrahlen beschäftigt oder beschäftigt hat? Hey, wo sind die Hände? Hallo! Hey, keine Hände hoch. So eine Gaunerei. Also, Sie haben es offensichtlich richtig erfasst. Die Wissenschaft hat sich zu wenig, ich will jetzt nicht sagen nicht, das wäre falsch, aber sie hat sich einfach zu wenig darum beschäftigt. Und ich beschäftige mich jetzt ungefähr seit,
seit 1983, 84 mit diesem Gebet. Und als ich das erste Mal spüren konnte, dass ich Erdstrahlen fühlen kann und messen kann mit einem, speziell mit dem Biotensor von Dr. Oberbach war das damals, ich war ganz weg. Das war eine neue Empfindung. Menschenskind, ich kann was spüren. Was ist das? Ja, das war eine komplett neue Erfahrung für mich. Und dann habe ich mich natürlich da hineingesteigert und gemessen und habe mich ausgerüstet mit Magnetometer und Messgeräten, damit ich das auch noch verifizieren kann, was ich da spüre. Und ich habe mich dann immer gewundert, warum wird das nicht akzeptiert? Warum wird das attackiert? Warum werden Routengänger angegriffen? Warum wird die Radiesthesie, so wie sie heute heißt, diese Lehre der Strahlenfühligkeit, warum wird das so attackiert? Wenn es da ist, wenn es physikalisch offensichtlich da ist. So, heute weiß ich natürlich mehr als vor 25, 30 Jahren. Wenn ich alleine, wer von Ihnen hat den Film Drive gesehen von Gamble Foster? Oh, na, das ist ja eine super, super Menge. Also das verrät schon einiges, was so gewisse Gruppen und antisoziale Gruppierungen einfach nicht haben wollen, nämlich gesunde Menschen. Weil die profitieren nur von den Kranken und nicht von den Gesunden. Das ist das Hauptproblem. Ja? So, und dann, das waren so meine Kernwerke, wie ich zu dem Thema dann noch mehr zukam, nämlich Kleinstudie zum Thema Erdstrahlen als Krankheitserreger und Krebs. Der deutsche Freiherr von Pohl, vielleicht kennt ihn jemand, vielleicht kennt jemand sein Werk. Dieser gute Mann hat in einem kleinen bayerischen Ort, Vilsfiburg, er wollte beweisen, dass Krebsbetten oder Krebsblätter hauptsächlich auf Wasseradern liegen, das heißt auf starke Wasseraderströmungen. Er wollte das beweisen im Blindflug, also im Blindversuch, ohne dass er weiß, wo Krebsplätze sind, hat er vorher einmal die ganze Stadt, das ganze Städtchen durchmessen mit diesen ganzen Wasseradern. Sie sehen sie diese schwarzen Linien hier, das sind alles Wasseradern, wo er sagt, das sind starke Wasseradern. Und was ist herausgekommen? Das war bitte 1930. Was ist herausgekommen? Das heißt, sie haben dann verifiziert, es wurde festgestellt, dass der Freiherr von Pohl, das war dann die Bestätigung, der oben unter dem Titel Zweck genannten Nachweis, dass Todesfälle an Krebs ausnahmslos in Häusern bzw. Zimmern bzw. Betten erfolgen, die über besonders starken unterirdischen Wasserläufen stehen und im vollsten Maße gelungen ist. Das heißt, der zuständige Arzt hat das verifiziert anhand von 42 Krebstodesfällen zwischen 1918 und 1928 und alle diejenigen haben auf diesen Wasseradern geschlafen. Das ist in den 30er Jahren gewesen, wurde vom Bürgermeister bestätigt, von dem Gemeinderat und so weiter. Das heißt, eine Kleinstudie, die mal zeigt, dass Erdstrahlen nicht ungefährlich sind, sondern wirklich gefährlich werden können. Natürlich, heute kommt noch dazu Radioaktivität, also da brauchen wir nicht mehr weiterreden. Ja? Das war aber damals nicht, 1913 gab es noch keine Atombombe. Ja? Also das war doch ein interessantes Thema. Dann eine weitere Großstudie, ungeklärte schwerste Autounfälle durch Frontalzusammenstoß. Professor Lotz, leider letztes Jahr verstorben, und der Diplom-Ingenieur Robert Endrös, ihm habe ich noch persönlich gekannt, er hat eigentliche Studien für uns gemacht, die stellten fest, dass es Unfälle gibt, wo man gesagt hat, da gibt es keine Erklärung dafür, die war nicht alkoholisiert, da gab es keine Erklärung. Und diese nicht erklärbaren Unfälle, die haben sie sich genau unter die Lupe genommen, nämlich speziell bei diesen Frontalzusammenstößen. Und siehe da, 12 Jahre Forschungsarbeit, und sie haben etwa 1000 Autounfälle aus unerklärlichen Gründen untersucht und die Ursache nahezu ausnahmslos durch örtlich geophysikalische Störung festgestellt. Was heißt das?
Das sind 1000 Fälle, die sie dokumentiert haben. Das ist wirklich eine Großstudie. Mit 12 Jahren Forschungsarbeit, muss man sich einmal vorstellen. Und das zum Nulltarif. Genauso wie der Ivo viele Dinge zum Nulltarif gemacht hat. Ja? So. Die haben zu jedem Unfall einen genauen Lageplan gemacht, um dann wirklich zu dokumentieren, dass diese Unfälle wirklich die Tote verursacht haben, tatsächlich auf diesen stark gestörten Plätzen sozusagen ist. Erst 1990, viele Jahre später, ist eine Beweisstudie in Österreich finanziert worden. Da bin ich sehr stolz darauf, auch Österreicher zu sein. Ja. Ein bisschen Spaß muss sein. Die haben das bestätigt, dass das Regulationssystem im Körper durch standortabhängige Reizzonen verursacht wird. Medizinisch festgestellt. 1990 von der Wohnbauforschung finanziert. Das waren 985 Versuchspersonen, 6.943 Untersuchungen, 24 Messmethoden und 500.000 Messdaten. Ist das nicht eine Meisterleistung? Danke. Also somit wiederum bewiesen, aber jetzt in einem ganz großen Umfang, dass es offensichtlich Standorte gibt, wo der Mensch, wo das Regulationssystem im Körper gestört wird, gestresst wird, gestört wird. Hier ist das Buch dazu, Risikofaktor Standort von Dr. Bergsmann, auch den kenne ich noch persönlich, den habe ich bei den Baubiologen kennengelernt. Und die Grundaussage der Studie war, es gibt eindeutig eine Standortbelastung, die sich auf das Regulationssystem des Menschen negativ auswirkt. Das ist eindeutig die Aussage der Studie. So, was sind denn stark geopathogene Plätze? Natürlich, jene Plätze, wo zum Beispiel hier sich Wasseradern kreuzen. Jetzt natürlich zusätzlich kommen noch diese sogenannten Gitternetze nach Dr. Hartmann, das ist ein Globalgitternetz, dessen Natur die Wissenschaft bis heute nicht beschreiben kann oder komplett ignoriert. Auch die helfen ein bisschen mit, die Krankheit und Stress zu fördern. Ernst Hartmann ist vielleicht ein Begriff, das ist der Begründer einer deutschen Bewegung, einer deutschen Gruppe, der schon vor vielen, vielen Jahren propagiert hat, dass Krankheit ein Standortproblem sehr häufig ist. Dr. Ernst Hartmann, das war 1964. Ja, heute in Wien gibt es eine Ärztin, die auch dafür kämpft. Sie sagt, Erdstrahlen sind die Hauptursache des Krebses, Frau Dr. Hermeker. Ich gesagt, ich muss natürlich das sicherlich aus meiner Sicht ist es vielleicht nicht ganz so, weil heute kommt der radioaktive Niederschlag dazu. Da und dort nach Tschernobyl gab es einen erhöhten Niederschlag in Österreich, das wissen wir. Seitdem sind die Krebsfälle in die Höhe gegangen. Also es ist sicherlich nicht jetzt alleine, nur immer sind nicht alleine immer nur diese Erdstrahlen. Ja? Aber sie sagt auch Hauptursache. Okay? Und wenn man das mal so sieht, dann muss man das eigentlich so akzeptieren. So, dann gab es noch eine ganz tolle Studie. Wer kennt die Käthe Bache aus Salzburg? Wer kennt die? Oh, noch zu wenig. Das ist auch eine Lehrerin gewesen, die sich in ihrer Freizeit jahrzehntelang mit diesem Problem mit den Kindern in der Schule beschäftigt hat. Die hat immer wieder Kinder gehabt, die haben Schwierigkeiten gehabt und die konnten nicht aufpassen, ja, und so weiter. Und die hat dann wirklich auch festgestellt, dass es an 3000 Fallstudien auch festgestellt, dass in der Regel sehr, sehr oft diese geologischen Störfelder entweder zu Hause, aber auch in der Schule, im Klassenzimmer eine Rolle spielen. Ja, Käthe Bachler, auch ich habe sie noch kennengelernt, vor 20, 25 Jahren in Salzburg. Eine ganz rührige Person. Very, very social person, also wirklich eine sehr, sehr soziale Persönlichkeit. So, natürlich meine eigenen Erfahrungen. Also ich erinnere mich sehr gerne an einen Fall als Radiästhet, den ich untersucht habe, wo die zweite Frau von dem Mann dieselben Symptome bekam wie die erste, die an Krebs gestorben ist. An denselben Schlafplatz. Und ich konnte wirklich bestätigen,
Dort geht eine Wasserader durch, eine ganz starke Wasserader. Also das heißt, wenn die länger dort geblieben wäre oder wenn die nichts dagegen gemacht hätten, hätte ich genau dasselbe Problem gehabt und wäre wahrscheinlich genauso an Krebs gestorben. Ja, dann habe ich auch die Erfahrung gemacht in der Tierhaltung. Ich kann mich erinnern an einen Bauern, an einen Landwirt, der hat mir immer erzählt, da gibt es im Stall gibt's ein paar Plätze, da werden die Rindsviecher, die drehen immer so die Füße aus und werden immer kränkeln und gibt es immer an bestimmten Plätzen dieses Problem. Auch das bestätigt, dort gehen Wasseradern durch. Das ist auch ein allgemein Wissen, wenn man sich mit der Radiästhesie oder mit Routengehen ein bisschen länger beschäftigt, dann sieht man diese Dinge auch in der Praxis sehr, sehr, sehr häufig. So, jetzt, was meint denn die offizielle Physik zu den sogenannten Erdstrahlen? Da muss ich was sagen, auch da wieder in Österreich, in Wien, jemand die Initiative ergriffen, das war eine Diplomarbeit von Christian Werbig und er hat viele, viele physikalische Parameter untersucht. Unter anderem das Erdmagnetfeld, wie sich das Erdmagnetfeld verändert über den sogenannten Erdstrahlen, das UKW-Feld, Mikrowellen und so weiter. Da gibt es eine Menge Parameter, die der junge Mann untersucht hat im Zuge seiner Diplomarbeit, durchgeführt am Institut für Grundlagen und Theorie der Elektrotechnik an der Technischen Universität Wien. Immerhin, da hat sich jemand aus der Wissenschaft offiziell damit beschäftigt, was einmal schon ein ganz wesentlicher Punkt ist. So, die Kernaussage, aber zum Schluss, und das ist das, was mich dann so schockiert hat, weil ich dachte, jetzt ist das die Lösung, war, dass es eben im Prinzip keine elektromagnetische Strahlung ist. Also nicht eine elektromagnetische Energie, elektromagnetische Wellen, die man relativ leicht messen hätte können und so weiter. Aber das war es eben nicht. So, jetzt gehen wir ein bisschen in die Physik. Ganz schnell, aufpassen, nicht wegschlafen. Wenn man dann tendiert, manchmal, wenn man so Physik hat. Ich bringe so, dass Sie es leicht verstehen können. Sie haben hier eine elektromagnetische Welle. Die nennt man linear polarisiert, weil sie einfach in einer Fläche schwingt. Also wenn Sie vorne drauf sehen, dann ist es wie eine Linie. Entweder schwingt sie so, die magnetische schwingt so und die elektrische schwingt so. Ja? Sie sehen hier die blaue, das ist die magnetische zum Beispiel, Wellenkomponente, und die rote hier, die strichpunktierte, ist die elektrische Wellenkomponente. Das ist bekannt, Maxwell. Die zwei kommen immer miteinander vor. Das ist wie Bruder und Schwester, das sind wie zwei Kumpanen. So, und jetzt gibt es aber auch andere Formen von elektromagnetischen Wellen, die nennen wir zirkular polarisiert. Warum? Weil sie sich wie einen Kreis zirkular vorwärts bewegen. Sie sehen es hier im Bild. Und man hat hier nun wieder eine magnetische und wieder eine elektrische Wellenkomponente. So, und diese zirkulare kann man aber nur mit einer ganz bestimmten Antennenform, Antennenstruktur messen. Nämlich einer Helix-Antenne. Sie sehen es hier im Bild. Auch diese hat diese zirkulare Form. Ja, also der Kupferdraht wendet sich zirkular entlang eines Zylinders hoch. Also das ist jene Antennenform, die für zirkular polarisierte elektromagnetischen Wellen ideal ist. So, aber jetzt fragt man sich ja, was machen jetzt eigentlich diese Erdstrahlen? Was machen die wirklich? Was gibt es sonst noch für physikalische Phänomene oder in der Biologie? Was verursachen sie in der Natur? Wer kennt das? Drehwüchse von Bäumen. No, gibt es doch einige, die das beobachtet haben. Toll. Ein anderes Phänomen, wer kennt das? Feuchtigkeitssteighöhenanomalien. Da steigt einfach die Feuchtigkeit extrem hoch und dann kommt es wieder herunter. Wer kennt das? Wer hat das schon beobachtet? Nur einige. Toll. Hauptsächlich bei alten Häusern natürlich.
So, Robert Endres war der Erste, der auf dieses Thema, er war Bauingenieur, also ja, Bauingenieur, und hat das beobachtet, dass bei alten Häusern in Deutschland, die feucht sind, manchmal diese extrem hohen Steighöhenanomalien vorkommen, ohne dass man es begründet. Das ist bis heute in der Bauphysik, in den Formeln für die Feuchtigkeitssteighöhe nicht beachtet. Das ist außerhalb der Bauphysik, das dürfte es nicht geben. Ich habe schon mit Bauphysikern gesprochen, die sagen, ja, das ist im Welt ein anderer Putz, wenn ein anderer Putz ist, oder da ist ein anderes Material verwendet worden, oder dahinter ist eine Wasserleitung, obwohl dort keine Wasserleitung ist. Ja. Also das sind hunderttausende Ausreden, wenn Sie mit Bauphysikern sprechen, die einfach nicht erkennen, dass da ein anderer Faktor mitspielt. Dann gibt es auch ein ganz tolles Phänomen, ich möchte es nur ganz kurz einmal hinweisen. Es gibt linksdrehende Wasserwirbel und rechtsdrehende Wasserwirbel. Das heißt, wenn Sie beim Waschbecken zu Hause aufdrehen, Wasser einlassen, dann stoppelt ziehen, dann entsteht entweder ein Linkswirbel oder ein Rechtswirbel. Gut merken, ja, wir werden da noch drauf kommen. So, und jetzt sind wir bei einer physikalischen Meinung, nämlich... Man sagt, aufgrund der sogenannten Corioliskraft, das ist ein Physiker, bewegen sich auf der oberen Erdhalbkugel die Wasserwirbeln im Wasserbecken rechts herum, runter. Also wenn Sie draufschauen auf das Wasserbecken, wenn das Wasser abfließt oder in der Dusche, dann müsste es normalerweise so abfließen, so wie es da gezeigt wird. Und auf der anderen Halbkugel umgekehrt. Das sagt die Physik. Und jetzt kommt das große Aber. Es gibt auch atypische Plätze, atypische Wasserwirbelanomalien auf unserer Erdhalbkugel. Ich kann es jetzt nur von Österreich sagen und Deutschland sagen. Also wir haben nur Untersuchungen in Österreich und Deutschland durchgeführt. Was aber unmöglich ist nach der Physik, weil die Physik sagt, es gibt eine Rotationskraft, diese Rotationskraft der Erde bewirkt oder sollte bewirken, dass diese Wasserwirbel einfach so ablaufen. Das tun sie aber nicht. Oder nicht immer. Und da ist die Kleinstudie, die wir gemacht haben in Österreich und Deutschland, 160 Untersuchungen, 60% sind richtig polarisiert gewesen, so wie man es in der Physik lernt, durch die Corioliskraft. Ja? 30% gemischt. Hä? Das heißt, die laufen einmal links ab, 2 Minuten später dreht das um und geht rechts. Dann mache ich wieder einen Versuch, dann geht es wieder links. Dann mache ich einen anderen Versuch, geht es wieder rechts. Hä? Was ist da los? Die Corioliskraft? Ist da die Drehbewegung der Erde plötzlich anders? Fängt die Erde plötzlich an, sich umzudrehen? Nach der anderen Richtung? Hä? Macht keinen Sinn. Und dann natürlich kommen noch dazu, 10% sind umgekehrt polarisiert. Die laufen komplett in entgegengesetzten Richtungen ab. Habt ihr das schon mal beobachtet zu Hause? Dass die Wasserwirbeln manchmal wechseln können oder vielleicht anders ablaufen. Okay, ich verzeihe es euch. Hausaufgabe. Wenn Sie nach Hause kommen, machen Sie 10 Versuche. Das Wasserbecken füllen, Stoppel rein, Stoppel raus und dann beobachten Sie, wie die Wasserwirbeln ablaufen. Dann machen Sie denselben Versuch wieder. Und schreiben Sie und machen Sie eine Statistik. Und wehe, ihr habt gemischt polarisierte Wasserabläufe. Wehe. Weil das dürft es nicht geben. Das gibt es nicht. Laut Physik gibt es das nicht. Also muss ja irgendwo eine Kraft geben, die stärker ist als die Rotationskraft der Erde. Das ist das, was ich mich gefragt habe. Wie ist das möglich? Wenn es nicht die Rotationskraft ist der Erde, welche Kraft bewirkt dann eine Umkehr dieser Polarisationsrichtung? Und hier ist die mögliche Antwort von meiner Arbeitshypothese 1992. Es gibt offensichtlich eine Energieform, die anders aufgebaut ist wie die elektromagnetische, aber ähnlich. Nämlich, sie hat eine magnetische Komponente, Sie sehen das Blaue wieder, und um diese magnetische herum zirkulieren sowas wie Gravitationswellen, also die auf die Schwerkraft von bestimmten Materialien einen Einfluss haben.
Daher heißt dieses Modell gravomagnetisch. Ja? Weil es mit Gravitation irgendwie zusammenhängt, mit Schwerkraft irgendwie zusammenhängt. Ja? So, das heißt, es gibt offensichtlich diese Art von Energie. Und wenn man jetzt genau hinschaut, diese Gravitationswelle oder diese Wellenkomponente geht immer ins Zentrum. Sie geht bei jeder Umdrehung ins Zentrum. Das heißt, ein Zeichen dafür, dass sie offensichtlich die Macht hätte oder die Eigenschaft hat, Materie ins Zentrum zu bewegen. Was passiert denn beim Wasserwirbel? Bei den Drehwüchsen der Bäume. Ja, bei diesen ganzen Spiralphänomenen. So, und jetzt machen wir eine Gegenüberstellung. Also Sie sehen links jetzt diese elektromagnetische und rechts die gravomagnetische. Der gemeinsame Nenner ist die magnetische Komponente. Die haben beide gleich, die zirkulieren. Bei der elektromagnetischen ist hier noch die elektrische, die fehlt aber offensichtlich hier, was laut Maxwell schon immer geben dürfte. Also wenn ich diesen Maxwell vortragen hätte, hätte ich gesagt, weißt du was, Mohorn, das entspricht nicht meiner Theorie. Dadurch gibt es die gravomagnetische Welle, gibt es nicht. Aber so wie es eine Tesla-Welle gibt, eine Skalarwelle gibt, wie Meyer ja sehr gut das demonstriert hat, so dürfte es offensichtlich diese Energieform geben. Jetzt, wenn man jetzt davon ausgeht, jetzt kommt da so ein kleiner Scherz am Rande, Lichtgeschwindigkeit als höchstes, als absolute Größe, wenn man nur davon ausgeht, dass die magnetische Welle sich mit einer Lichtgeschwindigkeit fortbewegt. Und auch hier, nehmen wir es einmal an, Lichtgeschwindigkeit. Wie schnell ist denn diese Gravitationswelle, wenn sie diese magnetische Welle 8-mal umrunden muss? Hä? Wer hat eine Idee? Wenn sie 8-mal umrundet wird, muss sie 8-mal so schnell sein, oder? Bis der eine komplette Welle durchgeht. Das heißt, ich spiele mich da offensichtlich mit einer Energieform, die 8 bis 10-fache Lichtgeschwindigkeit hat. Darum werde ich auch für verrückt gehalten. Ja? Genau aus dem Grund. Weil ich behaupte, dass da eine Energieform im Spiel ist, wo eine Komponente 8 bis 10-fache Lichtgeschwindigkeit hat. Aber das ist mein Problem, das ist nicht eures. Das ist just my problem. So, und jetzt hast du da einfach rechtszirkular polarisierte Wellen, also die einfach rechts herum vom Betrachter weg gesehen, ja, rechts herum zirkulieren oder eben linkszirkular herum zirkulieren. So, jetzt muss man sich natürlich fragen, welche Energieform durchdringt schon nahezu ungehindert eisenarmierte Betondecken in Hochhäusern. Weil diese Erdstrahlen können Sie auch oben prüfen, im 4., 5., 6. Stock. Das hat Lotz auch bestätigt und viele andere Radiästheten bestätigt. Ja? So, wenn eine Wasserader, sagen wir, 15 Meter tief ist, welche Art von Strahlung kann 15 Meter Erdreich so locker durchdringen? Oder wie muss diese Energie beschaffen sein, um das Wasser eben oder wässrige Systeme wie beim Mensch und der Pflanzenwelt zu beeinflussen? Wie kommt es zu diesen Drehstrukturen bei den Wasserwirbeln, Drehwüchse? Und daher diese strukturelle Antwort auf diese gravomagnetische Welle. Habt ihr eine Idee? Kann man folgen? Ja? Gut. So. Okay, jetzt ist die Frage, wie entsteht nun diese sogenannte gravomagnetische Erdfeld oder diese Erdstrahlen, die ja da irgendwie mitspielen. Wie entsteht das jetzt eigentlich? Wenn das so nicht leicht erklärt werden kann, okay, gehen wir wieder zu meiner Hypothese. Ich sage das immer ganz deutlich dazu. Die Raumenergie natürlich spielt da jetzt eine ganz, ganz wesentliche Rolle, das bis heute noch niemand erkannt hat. Nämlich, Raumenergie ist ja vorher das Symbol gesehen, nämlich, dass eine Kraftwirkung, es kann eine Kraftwirkung sein, die Struktur bestimmt, also die Struktur der Wirbeln, ob es jetzt Wasserwirbel links, Wasserwirbel rechts
Oder vielleicht sogar auch dieser Spiralnebel. Ist nicht auszuschließen, dass auch der Spiralnebel durch gravomagnetische Kräfte strukturiert wird. Ja, schließt nicht aus. So, was hat jetzt Raumenergie mit der ganzen Geschichte zu tun? So, wenn man jetzt Raumenergie da oben hernimmt, also die in alle Wirkungen richt, also gerichtet ist und wirkt, dann durchdringt sie jetzt einmal Materie, so wie den Planeten, die Sonne, ein Gerät oder was auch immer. Bei der Durchdringung dieser Materie wandelt sie sich offensichtlich in den verschiedenförmigsten Energiespektren um. Das ist nur eine zeichnerische Darstellung von ein paar zusammenhängenden Energieformen wie Magnetismus, Elektromagnetismus, Gravitation, also die sogenannte Schwerkraft, ja, oder der sogenannte Gravomagnetismus. Das heißt, durch die Raumenergie, wenn sie mit Materie, mit der Erde in Wechselwirkung geht, wandelt sie sich um in andere Energieformen. Und was hat jetzt die Raumenergie in dieser Art von Welle zu suchen? Welche Funktion hat sie denn bei diesen Wellenstrukturen? Meine Antwort ist die: Sie fungiert als Träger. Sie hat jetzt eine Trägerfunktion erhalten. Ja? Trägerfunktion. Es trägt sozusagen diese Energieform vorwärts. Jetzt, wenn man denkt, diese Raumenergie ist total powerful, so wie es NASA bestätigt hat, dann kann man sich ja vorstellen, dass dieser Art von Energietyp, dieser gravomagnetische Energietyp, jedes Mal, wenn jetzt durch das Zentrum marschiert, durch die Ausbreitungsachse, wo die Raumenergie hier gebunden ist, hier ist sie nicht mehr frei, hier ist sie gebunden an diese Energieform. Versteht ihr das? Sie ist gefesselt, sie hat jetzt eine Funktion, sie hat jetzt eine Aufgabe, eine Pflicht zu erfüllen. Gottes Himmel, erfüllt eine Pflicht zur Raumenergie. Ja? So, es ist hier gebunden und dasselbe kann man sich bei elektromagnetischen Wellen vorstellen. Auch in der Ausbreitungsachse ist genauso offensichtlich Raumenergie im Spiel, die hier gebunden ist, die diese Energieform vorwärts trägt. Ich hätte eine tolle Aussage von irgendwelchen Griechen, von alten Griechen, die in diese Richtung gedacht haben, aber keine konkreten Strukturen zu Papier gebracht haben. Aber das führt zu weit. So, jetzt gucken wir mal. So, also wie entsteht das jetzt? Wie entsteht dieses Gravomagnetfeld der Erde? Ich habe jetzt einfach den Planeten hier. Ich habe mit den verschiedensten Schichten ganz einfach bitte dargestellt. 4 Schichten. Es kommt von überall, von jeder Seite kommt diese Raumenergie, strömt auf den Planeten ein. Ziemlich gleichmäßig. Und das ist die Phase 1. Ja? Also das heißt sozusagen, so beginnt das ganze Geschichtchen. Schauen wir, wie es da weitergeht. Bin selber schon gespannt. Ja? So, jetzt durchdringt sie sozusagen diese ganzen Schichten natürlich extrem schnell und wird jetzt, nehmen wir an, der innere Kern, der ist jetzt blau, wir sagen einfach nur der Erdkern, und wird an dieser Stelle, wo der Erdkern beginnt, umgewandelt in ein gravomagnetisches Feld oder gravomagnetische Welle mit der Frequenz dieser Materie des Erdkernes. Gut aufpassen. Ist ganz simpel. Und kommt dann wieder etwas reduziert sozusagen an der Erdoberfläche heraus, weil ja auch diese sogenannte gravomagnetische Welle, Sie sehen es hier blau ganz einfach dargestellt, bitte erschießen Sie mich nicht. So, also ihr seht hier im Bild, dass einfach diese gravomagnetische Strahlung ein bisschen schwächer wird. Man sieht es an den sogenannten Amplituden, das ist die Größe dieser Welle. Bitte einfach dargestellt. Und sie kommt an der Erde dann heraus, sehr stark gedämpft, aber sie kommt durch. Sie schafft es offensichtlich, durch diese ganzen Erdschichten da durchzukommen. Also die Phase 3, diese sogenannten gravomagnetischen Energie, wird sehr wohl natürlich gedämpft. Also sie geht nicht ohne Verlust dadurch. So, schauen wir, wie es da weitergeht. Jetzt
Das heißt, als Resultat sozusagen haben wir jetzt auf den ganzen Planeten offensichtlich, ich habe es noch nicht überall bewiesen, seid mir nicht böse, ich konnte das erst in 20 Ländern beweisen, noch nicht auf jedem Platz der Erde, sondern erst leider Gottes in 20 Ländern. Es kommt überall auf der Erdoberfläche offensichtlich diese Energie da heraus, diese gravimagnetische Energie in geschwächter Form. So, dadurch, dass es aber mehrere Schichten sind, materiespezifische Schichten, habe ich auch natürlich mehrere Felder, gravimagnetischen Felder mit den unterschiedlichen Frequenzen. Das erklärt auch, warum ein Radiesthet, ein Strahlenfühliger, also für mich war das damals die Erklärung, ein Strahlenfühliger zum Beispiel Erdöl finden kann. Habt ihr schon gehört, dass so Leute gibt? Oder eine Thermenlinie finden kann, oder sogar Diamanten finden kann. Man kann einfach durch die Frequenz dieses Materials, wenn man sensibilisiert darauf ist und trainiert ist, das muss man üben, aber es gibt diese Fähigkeit. Das hat jeder von uns. Ihr wisst es doch nicht. Weil es nicht nutzt, selber schuld. Ja? So, aber es entsteht offensichtlich ein gravimagnetisches Feld der Erde mit den unterschiedlichsten Frequenzen. Ja? So, und jetzt schauen wir uns was Tolles an. Der Grundbaustein des Universums. Über 90% der Materie des Universums besteht aus Wasserstoff. Okay? Das ist allzeit bekannt, das ist aus Wikipedia. So gibt der Jupiter zum Beispiel. Der Jupiter besteht aus einem molekularen Wasserstoff, also das sind zwei Wasserstoffatome zusammen und dann im Kern, im äußeren Kern, aus metallischem Wasserstoff. Das heißt metallisch deshalb, weil der Wasserstoff unter extrem hohen Drücken und Temperaturen metallische Eigenschaften bekommt. Also er wird leitfähig und so weiter. Dasselbe Bild spielt sich beim Saturn ab. Dasselbe spielt sich beim Uranus ab. Der hat vermutlich nur ganz im innersten Kern metallischen Wasserstoff und dann außen herum im molekular, atomar oder was ähnliches. Und auch bei Neptun spielt sich's ab. So, jetzt frage ich Sie, warum sollte denn nicht im Erdkern Wasserstoff vorkommen? Das ist eine blöde Idee, gell? Das ist eine saublöde Idee. Aber, ich meine, schauen wir es uns einmal kritisch an. Also ich gehe jetzt davon aus, dass der äußere, innere Kern aus Wasserstoff besteht. Vermutlich molekular, könnte aber auch fest, also könnte auch metallisch sein. Ich habe schon versucht, bei allen möglichen Reisebüros eine Reise dorthin zu machen. Glaubt ihr, man findet ein Reisebüro, das das machen kann, das organisieren kann? Das ist unmöglich. Habt ihr schon mal beim Reisebüro nachgefragt, zum Kern zu fahren, zu fliegen oder zu... Ne? Also es kann niemandem sagen, ich will nur damit sagen, es kann niemandem bis heute definitiv sagen, aus was der Erdkern wirklich besteht. Nobody. Und wenn jemand sagt, dann ist er Spekulant. Oder hat eine Hypothese, genauso wie ich. Das ist ja nichts Böses, wenn man Hypothesen hat. So, also ich gehe jetzt davon aus, dass der innerste Kern der Erde aus Wasserstoff besteht, in einer gewissen Form, wie auch immer. Und dieser Wasserstoff eine eigene Strahlung sozusagen abgibt mit der Frequenz des Wasserstoffs. So, und jetzt möchte ich einen ganz kleinen Hinweis machen, was die Radioastronomie schon länger, seit vielen, vielen Jahren weiß. Sie weiß zum Beispiel nach, dass wenn sie die Radiowellen im Universum durchcheckt, dass sie hier eine auf 21 cm Wellenlänge eine Linie findet des Wasserstoffs. Also das ist bekannt, das ist der molekulare Wasserstoff. Das heißt, es gibt diese 21 cm Wasserstoff, dieses Wasserstofffeld gibt es im Universum, nur ist es elektromagnetisch. Das ist jetzt der einzige Unterschied zu meiner Theorie. Also das ist elektromagnetisch. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sozusagen das gravimagnetische Feld der Erde mit der Frequenz des Wasserstoffs dieselbe Wellenlänge hat. Und ich kann das anhand von vier
mathematischen Berechnungen der Antennen sehr genau explodieren oder auch der Versuche, die ich gemacht habe. Jetzt, wie entsteht diese 21 cm Wellenlänge des atomaren neutralen Wasserstoffs? Ganz einfach, es gibt ein Wasserstoffatom mit dem Kern, das ist das Proton, der hat einen Eigenstrahl. Und dann gibt es das Elektron mit dem Eigenstrahl. Und wenn die synchron laufen, dann haben die einen höheren Energiezustand, als wenn das Elektron umgekehrt läuft. Seht ihr das? Das Pfeil, die Pfeilrichtung. Das heißt, ich habe einen Eigenstrahl, der ist antiparallel. Und dadurch, dass es eine, da gibt es eine Zustandsveränderung von der Form in diese Form, und dann gibt es hier, dann werden hier Photonen abgegeben mit der Wellenlänge von 21 cm. So erklären sie es heute, die Astrophysiker. Ja, das ist der sogenannte Spin-Flip, ja? Spin-Flip-Effekt. So, also das ist allgemein bekannt. Wir werden eines Tages, werden wir mit dem Spektrum-Analyzer und einem gravimagnetischen Empfangsteil, den wir noch entwickeln müssen, da wird noch einiges an Jahre und vor allem an Kohle hineinfließen, werden vielleicht in Zukunft anhand der gravimagnetischen Energie der Erde noch mehr vielleicht herausfinden können. Das ist auch einer meiner Forschungsziele. Und da sind jetzt die Antennen. Das heißt, oder das, was gleichzeitig auch jetzt ein indirekter Beweis ist, dass dieses Feld vorhanden ist. Nämlich, wir verwenden Zylinderluftspulen, das ist die eine Art von Antenne, und wir wenden eine ganz bestimmte Form von einer Spiralspule. Tesla hat auch Spiralspulen entwickelt, nur die haben komplett anders ausgeschaut. Die haben also, die sind sehr, sehr eng immer geworden und da gibt es viele, viele Leitungen, sehr viele Umdrehungen bei der Spiralspule. Und daher ist die ein bisschen anders, die ist unterschiedlich. Also ich habe versucht, das wirklich auf das gravimagnetische Erdfeld abzustimmen, auf Wasserstoff. Und das ist beim Versuch herausgekommen. So, und jetzt so wie es eben zu diesen zirkular polarisierten elektromagnetischen Wellen diese Helixantennen gibt, die strukturell genau auf das angepasst ist und das am optimalen empfangen kann, habt ihr jetzt den Vergleich? Selbe Frequenz, ja, das heißt Frequenz ist immer, oder Wellenlänge ist immer von Anfang der Welle bis zum Ende. Das ist ein Wellendurchgang sozusagen. Das war jetzt eine Gegenüberstellung von elektromagnetischer, gravimagnetischer Welle mit derselben Wellenlänge von 21 cm. Sie können es hinten auf unserem Stand, ganz rechts hinten, können Sie es in live beobachten und in live sich ansehen. Ja? So, und jetzt schauen wir es uns an. Also diese Art offensichtlich kann man am besten durch diese zwei Antennen empfangen. Wobei ich davon ausgehe, dass die Spule über die magnetische Komponente einkoppelt, die zirkular polarisiert ist, und die Spirale auf der gravitativen. So, also die Materie als Wandler der Raumenergie. Das heißt, jetzt gibt es da mehrere Energieformen, die offensichtlich durch die Raumenergie, wenn sie Materie durchdringt, gibt es da mehrere Energieformen. Und einer davon ist der Gravimagnetismus. Mehr davon auf meinen Stand bei dem Journal Die Kräfte des Universums. Da habe ich das sehr, 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 sehr gut und einfach dargestellt. Ja? So, also es gibt jetzt offensichtlich diese gravimagnetische Wasserstoffstrahlung der Erde. Bewirken tut es, wie gesagt, noch einmal. Bewirken tut es offensichtlich diese Anomalien bei den Wirbeln. Das habe ich durch diese kleine Studie sehr einfach darstellen können. Plus durch die Erhöhung dieser Strahlung an bestimmten Plätzen, wo eine Wasserader durchgeht. Das heißt, diese Wasserader hat wie einen Linseneffekt. Wir wissen noch nicht genau, wie das funktioniert, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass überhalb dieser Wasserader die Intensität dieses Wasserstofffeldes größer wird. Und da sieht man es auch in der Bauphysik, in den bauphysikalischen Grundlagen. Das heißt, die Feuchtigkeit wird hier fast doppelt so hoch hinauf gemoppelt. Ein Auszug von Strahlung der Erde vom Endres. Man sieht hier auch, ja, die Feuchtigkeit kann bis zum Doppelten, bis zum 3,5-fachen in die Höhe getrieben werden. Bitte, da geht es um Kubikmeter Wasser, was mehr hinaufgetrieben wird. Das sind Tonnen. Das ist keine Minikraft, das ist wirklich eine bombastische Kraft, die hier wirkt. Also Raumenergie und die sogenannte Erdstrahlen, offensichtlich dient die Raumenergie als Träger dieser Wasserstoffstrahlung der Erde.
So, und jetzt haben wir, jetzt wenn man das zusammenfasst, diese sogenannten Erdstrahlen sind jetzt Anomalien der natürlichen Wasserstoffstrahlung der Erde. Das ist jetzt die Antwort auf, was sind diese sogenannten Erdstrahlen wirklich? Also sie sind Intensitätsanomalien des Wasserstofffeldes und sie sind Polarisationsanomalien des natürlichen Wasserstofffeldes der Erde. So, und jetzt gibt es einen Schutz gegen diese stressverursachenden und krankmachenden Erdstrahlen. Die Lösung Nummer 1 ist, dass man einfach den Body, der da rot gefährdet ist, in einen anderen Bereich legt. Das heißt, man schaut einfach, dass man von der Strahlung wegkommt. Das wäre die einfachste Lösung. Obwohl natürlich die Wasser dann ein bisschen sich bewegen, nach der Schneeschmelze ein bisschen breiter werden. Aber wenn man das halbwegs berücksichtigt, ist das sicherlich einer der besten Lösungen. Danke. Letztes Zitat, Ivo Sasek. Die Völker haben ein Recht auf Stimmen und Gegenstimmen. Ich ergänze das Zitat. Die Völker haben auch ein Recht auf neue Hypothesen, die bei genügend langer Erprobung der Physik, die Physik zum Wohle der Menschheit revidieren und erweitern. Einverstanden? Ja, sicher. Okay. Also, vielen Dank, danke auch für die Aufmerksamkeit. Es war kein leichtes Thema, aber ich hoffe, es ist einigermaßen rübergekommen. Dankeschön. Also wir danken mal für die Gegenstimme. Sie haben davon gesprochen, dass jeder eigentlich Erdstrahlen fühlen kann. So ist es. Aber wahrscheinlich auch mehr oder weniger, oder? Mehr oder weniger, so ist es. Aber ja. Es ist jeder hat diese Empfindlichkeit in sich, diese Fähigkeit, Strahlen zu fühlen. Das ist einer von 56 Wahrnehmungskanälen, die der Mensch hat. Genau. Das sind so die Dinge, die Menschen können. Aber ich würde jetzt gerne auch ein kleines Experiment machen an dieser Stelle. Und zwar, wenn ich es mein Empfinden einmal zusammen mit all diesen Menschen hier drin auch mal erfühlen darf, wir sagen von dem Rauf und Runter, ich schildere jetzt einfach mal meine Erfahrung, was ich jetzt erlebt habe. Die Beiträge von Professor Meyer und Ihr Beitrag waren jetzt vom Verständnis her etwa gleich schwierig. Ich habe ziemlich viel nicht verstanden. Was ich aber festgestellt habe, und das nehme ich jetzt mal Wunder, ob ich da der Einzige bin, der sowas fühlt, wenn ich Ihr Bild verwenden darf, die Drehrichtung bei Professor Meil ging für mich so rum und bei Ihrem Vortrag ging es gerade auf die andere Seite und manchmal ging es ein bisschen wieder auf, eigentlich genau entsprechend, wie Sie gesagt haben, also ich fühlte es wie andersrum und ab und zu kehrt es wieder ein bisschen und dann wieder in die Richtung. Bin ich da der Einzige? Darf ich mal nur so als... Winkt mal ein bisschen. Okay, super. Schön. Ja, gut. Eben das Verstand und Empfindung und Intuition, das sind zwei Dinge. Aber wir haben jetzt die Gegenstimme gehört. Es hat ganz anders gewirkt. Was wir trotzdem tun, bei allem, Langzeitstudie, wir behalten das im Auge. Ja. Gut. Schönen Dank. Also... Danke, dass ihr hier wart, euch die große Mühe gegeben habt, diesen Vortrag vorzubereiten.